Hallöche Leute und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Metro 2033. Die jetzt mittlerweile bestimmt schon 10. Aufnahme an dieser Stelle hier, weil sich das Spiel tatsächlich immer und immer wieder aufhängt. Und ich hoffe, dass das jetzt irgendwann doch tatsächlich mal glückt und ich hier irgendwie mal langsam weiterkomme. Ich weiß nicht, wo dran das liegt. Ich verstehe das nicht. Und warum ist er... Wieso komme ich hier nicht irgendwo? Lass mich mal lieber an den Schutzturm ran da hinten. Ich verstehe das nicht, warum sich das immer und immer wieder aufhängt. Das finde ich echt zum Kotzen gerade, aber ganz ehrlich mal, Leute. Weil wie gesagt, mittlerweile ist es hier schon der 10. Versuch oder so. Das kann aber echt nicht mehr möglich sein, oder? Ich hoffe echt, dass das jetzt so langsam mal funzt. Weil, ansonsten weiß ich nämlich nicht, woran das jetzt liegt. Ich hatte sogar schon die CD draußen gehabt und ihm halt mal einmal rüber gewischt, aber da war ja eigentlich gar nichts drauf. Also daran kann das eigentlich nicht liegen. Ich weiß nicht, was das ist für ein Scheiß gerade, ehrlich. Wie gesagt, so langsam kotzt mich nämlich ein bisschen an. Knarre leer. Die Ruhe. Versuche mich jetzt auch mal hier ein bisschen im Hintergrund zu halten. Ich meine, hier standen wir ja vorhin auch schon, als das passiert ist. Die Ruhe. Vielleicht ist das einfach nur ein bisschen zu viel gerade für ihn. Weiß ich nicht, ich hoffe ja. Oder wir können ja mal probieren, einfach mal ein bisschen nach vorne zu laufen. Hä? Kriegen die uns hier... Alter! Oh! Lauf! Scheiße! Jetzt wollte ich da eigentlich mal ein bisschen stehen bleiben, um zu sehen, ob es denn vielleicht funktioniert. Also wenn es sich jetzt gleich wieder aufhängt, dann... ja, weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich noch machen soll, Leute. Nein! Gib mir die andere Knarre! Ich treffe ihn noch nicht. Den Rattenschwanz. Alter, was geht denn jetzt hier ab, bitte? Nein! Wenn ich jetzt sterbe, ne? Dann raste ich aus. Nein! Was ist nun? Scheiße! Was ist passiert? Oh, sind die alle tot? Verdammte Scheiße. Und es wird gespeichert. Ein Glück wird gespeichert. Leute, es ist geglückt. Nachdem, ja, wie gesagt, sage und schreibe... Ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube, das ist jetzt tatsächlich die 10. Aufnahme, die ich hier gerade starte. Und da ist noch einer. Er lebt noch. Und ich bin froh, dass das jetzt tatsächlich geglückt ist und das Spiel weiterläuft. Es sind so viele Mutanten durchgekommen. Bolis muss gewarnt werden. Aber meine Tage sind gezählt, wie du sehen kannst. Ich habe einen wichtigen Auftrag für dich. Gehe zu unserer Funkstation, kontaktiere Bolis und sende die Notmeldung, die ich vorbereitet habe. Viel Glück, Bruder. Okay, gib mir die Kassette. Hallo? Wieso konnte ich die jetzt schon wieder nicht nehmen? Jetzt, okay. Okay, wir sollen zur Polis. Ach du Scheiße, Mann. Der Cursor sollte wieder bölken. Wir können jetzt hier auch nicht mehr ran an das Geschütz. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, wo sollen wir überhaupt lang? Müssen wir da jetzt weiter? Gekommen sind wir eigentlich von diesem... Von hier, ne? Aus diesem Schacht irgendwo. Aber wo geht's jetzt bitte schön weiter? Geht's hier... hier doch tatsächlich hier durch. Okay. Nee, geht's gar nicht. Hä? Ich komme gar nicht durch. Wo soll ich denn jetzt lang? Hä? Ach, hier vielleicht? Nee, auch nicht. Na nu, sag mal. Ach so, ja, man sollte hier vielleicht nochmal runtergehen, Felix. Ich mache uns mal wieder ein bisschen Licht an. Na nu, wir haben schon wieder die ganze Zeit einen ziemlich dicken Frosch im Hals. Gibt's hier noch irgendwo was?
Kriegen wir hier von... Ah, warte mal hier. Genau. Und eine Mappe. Ein neuer Eintrag. Verteidigung. Oh, hier gibt ein paar mehr Dinger zu sammeln. Das scheint auch ein bisschen länger zu gehen dann hier. Aha, hier fühle ich mich wie zu Hause an dem... Ja. Aha, aha. Ja, und trotzdem geben sie nicht auf, ne? Ich sollte auch gehen. Die Zeit wird knapp. Ich glaube... Nee, halt. Ich glaube, wir sollten hier vielleicht auch mal... Genau, nochmal ein bisschen Strom raufhauen auf die gute Knarre, ja? Von uns. Das gute Stück nochmal nachladen. Brauchen wir nicht im Moment. Hier haben wir gar nichts mehr für. Ach, du Kacke. Dann laden wir wenigstens nochmal die Schrot gleich nach. Falls Not am Mann ist und wir die Knarre schnell wechseln müssen. Ach, die ist auch leer! Du Scheiße, wir haben nur noch die Schrotflinte. Ach, du Kacke. Kommen wir... Hier würden wir auch noch hochkommen. Kriegen wir hier noch was? Messer, das war's. Ach, du Scheiße. Wir haben ganz, ganz wenig Munition jetzt nur noch, Leute. Nur noch die Schrot. Steht uns zur Verfügung. Und dieses Gefährt hier, oder wie? Oder auch nicht? Nee, auch nicht mal, oder was? Wir können ja nicht mal mitfahren. Halt, was war das eben? Ach. Na, guck mal. Eben von gesprochen, dass wir keine Munition mehr haben, aber jetzt... Naja gut, ein Magazin haben wir drin, ne? Ich glaube, das lasse ich mir aber erstmal noch. Dann müssen wir jetzt halt erstmal mit der Schrot arbeiten. Alter, hier hörst du schon wieder diese Schreie von diesen Biestern. Alter, wie das hier aussieht. Einfach nur... Ich höre schon wieder Schritte überall. Hier sind wieder so eine kleineren. Anscheinend auch. Alter, wie das hier alles... Warum zeigt er mir da rot an? Ha! Alter! Er kommt hier um die Ecke gepest. Okay. Gleich wieder nachladen. 1960. Liegt hier noch was? Ja, ein bisschen... Schrotmoni. Ist ja eigentlich immer nicht so verkehrt. Die Schrot an sich. Wo geht's denn? Okay. Müssen wir das machen? Du Ratte! Ha! Alter, wie viele kommen denn hier? Die Kleinen, die triffst du echt... teilweise schlechter als... als die... Als die Großen, weil die so... Weil die halt so flink sind, ne? Ne, 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 ne. Da kommen ja immer mehr. Sollte hier vielleicht abhauen. Ich sollte hier vielleicht echt abhauen. Ich weiß natürlich nicht, gar nicht, wo... Verpisst euch bloß, ihr Arschlöcher. Halt! Hm. Hier geht's hoch. Sind wir hier richtig? Ich hoffe, wir sind hier richtig, ey. Was ist das da? Moni, ja, gut, 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 gut. Ah, hier geht's aber gar nicht weiter. Scheiße, Mann. Oh, die Taschenlampe geht zur Neige. Sollten wir vielleicht mal gleich wieder aufladen. Anscheinend müssen wir dann doch hier hinten weiter. Ich hoffe, das ist richtig hier, ey. Hier geht's auf jeden Fall nach oben. Wir müssen hier erstmal irgendwie versuchen, wieder wegzukommen. Das sieht ja alles so gleich aus. Was ist denn das hier? Scheiße, Mann. Wo müssen wir lang? Hier geht's doch nirgendwo durch. Müssen wir... Alter, Scheiße. Das ist ja ein verfluchtes Labyrinth hier. Das scheint wohl dann doch hier richtig gewesen zu sein. Weil muss ich dann hier einfach irgendwo rum oder so. Oder hier mal hoch, vielleicht. Ich höre hier Musik.
Aber hier ist ebenfalls nur ein bisschen... bisschen Stuff für uns. Wo kommt denn die Musik jetzt hier her? Sehr merkwürdig. Da müssen wir vielleicht auch irgendwo in so ein... Ah, hier. Oder? Hier scheint... Scheint es auf jeden Fall weiterzugehen, oder? Ich hoffe, ja, es wird gespeichert sogar. Alter, das ist hier alles in Schutt und Asche gelegt. Verdammte Axt, wa? Hier ging ja völlig der Punk ab, oder was? Ach, du Kacke. Adjom, setz mal über deine Gasmaske auf. Ja, jetzt bin ich hier durch, aber jetzt weiß ich schon wieder nicht, wo. Ich wollte gerade sagen, warum treffe ich den denn nicht? Alter, hier muss ich weiter? Ist das krass. Ist das krass gemacht alles hier. Hier kommt doch wieder richtig Horror-Feeling auf. Guckt euch an hier, die ganzen Leichen. Die Biester. Aber die können ja eigentlich dafür auch nichts. Und hier kommt das Geweine her. Onkel, Onkel, komm schon, steh auf. Wir werden gefressen. Bitte, wach auf. Warum schläfst du noch? Lass uns zu Mama gehen. Du hast gesagt, du bringst mich zu Mama. Du hast es versprochen. Ach du Scheiße, Alter. Hau ab, lass mich in Ruhe. Mama hat gesagt, ich soll nicht mit Fremden sprechen. Bitte, Onkel, bist du verletzt? Sag etwas. Ach du Kacke. Er wacht nicht auf. Ich glaube, er ist tot. Er ist tot, oder? Wie komme ich jetzt nach Hause? Du nimmst mich mit? Ich kenne dich gar nicht. Aber wenn nicht, werde ich wohl von den Monstern gefressen. Tja, mein Kleiner. Du hast eine Waffe? Okay, dann sollte ich wohl mit dir gehen. Du kannst Monster erschießen, oder? Okay, mein Name ist Sascha. Du schießt und ich gebe dir Rückendeckung. Krass, Alter. Ich hasse es, meinen Onkel hier zu lassen. Ich habe meinen Onkel besucht. Er wollte mich nach Hause bringen, als die Monster kamen. Sie sprangen ihn an. Er begann zu schießen, aber dann hat ihn ein großer Nosalis ins Genick gebissen. Aber Onkel ist wirklich stark. Er hat ihn mit dem Messer getötet. Du siehst nicht so stark aus wie Onkel. Ich werde dir helfen müssen, sonst werden wir beide gefressen. Ach du Heiliger. Ein neuer Eintrag. Und den zweiten haben wir schon verpasst. Na, herzlichen Glückwunsch. Die Kinder der Metro. Ja, manchmal habe ich das Gefühl, dass ich... Ja. Mhm. Ja, das stimmt wohl. Oh, und jetzt ist die Steuerung. Wir haben ihn jetzt ja wahrscheinlich hinten auf dem Rücken drauf. Die Steuerung ist jetzt ein bisschen... Ja, so ein bisschen, das wankt noch so ein Stückchen nach immer, wenn ich den Stick schon lange losgelassen habe. Macht die Sache jetzt auch vielleicht nicht gerade leichter. Dann machen wir eben mal das Licht kurz aus. Nachgeladen haben wir. Gut. Alter. Das ist schon krass, wa? Ah, jetzt sind wir hier rumgegangen? Nee. Oh, die toten Schweine hier schon wieder überall. Was ist das denn? Ist das eine neue? Außer die zweiläufige. Nee, die möchte ich ja gar nicht haben. Die kann ich ja... Damit kann ich ja gar nichts anfangen. Ach, du Kacke, Alter. Mann, Alter, einmal... Nein! Warum jetzt? Verpisst euch, ich will meine Lampe aufladen. Die tun uns jetzt aber nicht großartig. Wir können jetzt auch gar nicht mehr laufen, merke ich gerade. Bleib ruhig, Sascha. Wir kriegen das schon irgendwie hin hier.
Irgendwie kriegen wir das schon gewuppt. Wo sollten wir jetzt wieder hin? Hä? Ach, da. Oder? Ja. Genau. Money. Huh! Alter. Einmal bitte abbrennen hier. Okay, kannst du ihn hier wegpacken? Alter. Huch. Moment, Moment, Moment. Vorsichtig. Zack. Hier wieder tote Schweine. Ob ich hier die Maske wieder abnehmen kann? Na klar, er hat auch keine auf. Oh, 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 hier wird schon überall. Ich darf sie nicht anfassen, aber da ist Moon in dem Schrank. Wo? Geradezu? In dem da. Super, Alter, was er alles weiß, wa? Jetzt sollten wir ja vielleicht auch mal wieder hierfür ein bisschen was haben, ne? Richtig. Okay, ist jetzt aber nicht gerade viel. Kacke, Alter. Vorsichtig. Ich habe auch eine Waffe. Sie ist an einem sicheren Ort, bis ich alt genug zum Schießen bin. Aber du kannst sie dir leihen, wenn deine kaputt geht. Da, die kannst du uns sehr gerne geben. Ich vermute mal... Oh, jetzt sieht man das sogar richtig im Schatten, wie er hinten drauf sitzt bei uns auf dem... Also, Huckepack. Richtig cool. Ich sag ja auch immer wieder, also für diese Verhältnisse... Als das rauskam, zu der damaligen Zeit, war Metro einfach grafisch mega gemacht. Und nicht nur grafisch, auch von der Story her, einfach der Hammer. Ganz ehrlich. Hier haben wir nochmal ein bisschen Geld. 407 haben wir schon. Hey, da kommt einer von hinten angekrochen. Wo? Okay, ist vielleicht echt gar nicht so verkehrt, dass wir den Kleinen haben. Er scheint uns doch recht gut zu helfen. Und warum die Glocken immer die ganze Zeit? Hier ist doch kein Schwanz mehr, Alter. Naja gut, der Kleine ist ja auch noch hier, ne? Wir können doch hier auch wieder läuten. Ob uns das jetzt was großartig bringt, hey, weiß ich nicht. Pass auf, da ist ein Loch! Ja, welche meinst du? Die Leute sollten hier drin keine Granaten werfen. Mama sagt, die Decke ist schwach und könnte einstürzen. Da ist noch eine. Scheint da nichts so ganz unrecht zu haben. Hey, aufpassen! Alter, die sind echt total flink, die Biester. Ach, jetzt können wir immer auch wieder laufen. Wie kommt's? Atium. Hey, da kommt einer von hinten angekrochen. Ja, den lass mal. Wo sind wir? Oh. Ach du Kacke. Alter, wo sind wir denn jetzt? Huh. Fuck it, Mann. Müssen wir wieder hoch? Das ist jetzt für ein bisschen Munition, okay. Aber ist ja nicht verkehrt. Wirklich die Station? Cool. Natürlich, wir müssen weg hier. In den Tunnels. Mama sagt, dort ist es unheimlich und Kinder verschwinden. Mama sagt, wenn Kinder zu weit in die Tunnels gehen, fangen die Mutanten sie und fressen ihre Gehirne. Und dann werden die Kinder auch Mutanten und jagen andere Kinder. Ist das wahr? Ja, das ist gut möglich, Sascha. Das ist gut möglich. Da hat sie vielleicht gar nicht so unrecht. Okay. Dafür haben wir jetzt auch wieder ein bisschen Munition, ne? Trotzdem bleibe ich aber bei dieser hier. Wow. Was ist das da oben? Moment. Onkel hat mir mal ein Bild gezeigt. Der Himmel. Das ist der Himmel, oder? Wie eine bemalte Decke. Ich werde berühmt. Ich habe den Himmel gesehen. Dadurch wirst du aber nicht berühmt, mein Kleiner. Oh, oh. Alter, fall jetzt hier bloß nicht runter, Atium. Meinst du, wir können ganz bis zum Himmel hochklettern? Alter, sieht das nice aus.
Ist das geil, ey, ehrlich. Warum habe ich... Moment, so hoch wollte ich doch gar nicht wirklich. Lass mich nicht fallen. Nein, du bist sicher bei uns. Vertrau mir. Warum habe ich diese Spiele... Ja, warum hast du ihn nicht zu Hause behalten? Das war die Mutter von den Kleinen. Ach du Kacke, Alter. Mama, Mama, das ist meine Mama. Gehen wir, sie sucht nach mir. Lass mich gehen, lass mich zu ihr gehen. Alles gut, Leute. Danke, Mama. Haben Sie eine Ahnung, wie viel der Junge bedeutet? Sein Vater ist uns allen wichtig. Und wenn sein Sohn gestorben wäre... Onkel ist tot, Mama. Umgebracht. Aber dieser Mann hat dich getragen. Auf seinen Schultern. Ich habe ihm geholfen, die Monster abzuschießen. Vielen Dank. Oh Gott. Armer Seryosha. Mama, ich habe den Himmel Danke, gesehen. Dass Sie meinen Sohn gerettet haben. Das kann ich nicht wieder gut machen. Aber nehmen Sie diese Patronen. Wenigstens etwas. Ich glaube, die habt ihr nötiger als ich. Gut, Leute. In Ordnung, gehen wir. Jetzt reisen wir mit euch weiter hier, Jungs. Die schwarze Station ist nicht weit von hier, aber der Tunnel führt in die andere Richtung. Sie müssen an die Oberfläche. Seien Sie vorsichtig. Neue Monster sind hier aufgetaucht. Faschisten. Sie haben in dem zerstörten Gebäude draußen einen Posten errichtet. Auf dem Platz finden Sie eine U-Bahn-Kreuzung, die zur schwarzen Station führt. Die Jungs werden sie rauslassen. Ich wünsche ihnen viel Glück, Ranger. Tja, Leute. Und wieder da draußen dann, wie wir eben schon gehört haben. Wir sollen ja anscheinend wieder nach draußen. Wieder da draußen vonstatten geht. Und was uns noch alles auf dieser krassen, harten Reise erwarten wird, sehen wir doch hoffentlich im nächsten Part. Und ich würde mich super freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bedanke mich bis hier natürlich auch wieder für Zusehen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.